Warte, warte. So, die warten auf ihr Essen. Hallo und herzlich willkommen von Womo Adventure. Ja, diesmal geht's in die Messe herein, was da alles lief letzte Woche. Und das zeige ich euch jetzt. Also schaut mal rein und wir sehen uns am Schluss wieder. Und die Angie darf jetzt essen. Angie, nimm's. Die Ayla muss schnell warten. Die kriegt jetzt gleich auch. So, jetzt nehme ich mal auf mit meinem langen Stick. Da sieht aus wie eine Drohne, ist aber keine. Hier ist das Vario Camp. Die meisten sind jetzt auch an der Ausstellung. Und wir gehen jetzt da auch hin, damit ihr ungefähr seht, wo ich stehe. So, jetzt muss ich mit dem Ton immer ein bisschen später einsetzen, weil der verzögert ja kommt. Warum auch immer. Sollte vielleicht das Update machen, vielleicht ist es dann weg. Okay, wir gehen jetzt zum Hauptcamp, eigentlich, wo die Aussteller sind. Und mit dem langen Sticks. Sieht aus wie eine Drohne, ist aber keine. Und mit dem Bus, Shuttlebus. So, hier geht's zur Messe. Rein. Also, wir sind jetzt gerade am Anfang auf der Messe. Da sind die ersten Aussteller. Und je nachdem, was man braucht, kann man sich hier informieren. So, wir gehen jetzt mal schnell in die Kabine rein, gucken uns das an. Hey, da hat man auch Platz. Tipptopp, hey. Alles da, was man braucht. Ja, vielleicht wäre das mal als Zweitfahrzeug für Tunesien oder so. Okay. So, hier ist die Firma Kerkan. Der baut Reisemobile. Also mit der Rampe für ein Quad. Da seht ihr all die verschiedenen Kabinenmodelle. Kurzer Rundgang mit euch, mit dem kurzen Eindruck kriegt. Ich nehme jetzt nicht jedes Fahrzeug einzeln auf. Das könnt ihr dann selber machen, wenn ihr eins braucht oder wollt. Oder das machen auch andere. So, jetzt machen wir wieder ein paar spezielle Aufnahmen von oben. Das ist ja ganz kurz. Da sieht man nicht viel. Ah, schauen wir mal so ein Dach an. So, hier ist die Firma KTC, Fensterbau. Die machen spezielle Fenster. Die so aufgehen, kosten dafür entsprechend mehr, aber okay. Da Dachluke, eine Dachluke haben wir hier. Darf ich mal? Natürlich, aber hier. Aber dann nur richtig. Ah, okay. Hallo. Okay, so wird sie arretiert, hä? Gut. Solide gebaut. GFK. Gut. Okay.
Ja, so ein super Fenster. Ich muss sagen, ich habe mich davon überzeugt. Es ist mit Dreifachdichtung sehr edel aufgebaut, qualitativ sehr hochwertig. Kann man nichts sagen. Auch das Rollo. Ja, wirklich sehr durchdacht. Schöner Rahmen, schöner Übergang. Sieht wirklich toll aus. Was kostet das Fenster so? Es liegt im Handel mit dem Rollo, Mehrwertsteuer der Deutschen dabei, was Kunden letztendlich an den zahlen müssen, so bei 2700 Euro. 2,7, hä? Ja, also relativ teuer für so kleine Lügen. Ja, ja. Bei der größeren ist das ein bisschen wirtschaftlicher, aber der Aufwand ist. Ist der gleiche. Ja, ja. Ja, die Glasscheibe ist sogar teurer wie bei der großen. Das kann man nicht maschinell, das muss man als Hände von Hand machen. Weil die Steuerleitung greifen, das ist zu wenig Platz zum Händeln automatisch. Mhm. Alles klar. So, wir sind wieder in einem Expeditionswohnmobil drin. Die Firma heißt Argerecht. Von wo? Vom Chiemsee. Vom Chiemsee. Also, wir haben gerade ein bisschen gequatscht, ein bisschen viel gequatscht über dies und das. Und jetzt zeige ich euch noch kurz und knackig, wie die bauen, edel. Also nicht alles schön weiß. Ja. Ihr könnt euch dann selber überzeugen, wenn ihr hier seid, und ansonsten ähnlich wie die KTC-Fenster, aber ein bisschen anders gemacht. Ja, die produzieren die Fenster selber, sind dadurch ein bisschen günstiger. Gut, so, gleiche Firma, gibt es gleich noch was zum Knabbern und ein Cola. Das nützen wir gleich aus bei der Hitze. So, hier gibt es einen Wassertechnikstand. Alles, was mit Wasser zu tun hat, da wird die hier bedient. So, hier gibt es Autos für das kleine Budget. So, jetzt sind wir weiter bei Bimobil. Und ja, sehen schon toll aus. Der Alkoven ist halt kein Schlafalkoven, mehr Platzalkoven. Also, das ist auch gut, Räder rein. Muss man zwar zerlegen. Also, das sind die Bimobil-Jungs. Ah, und da die zwei kennen wir auch. So, ich bleibe immer hängen und quatschen, und jetzt sind wir gerade da beim Offroad-Parkour und den schaue ich mir dann mal an, aber ist nicht so anspruchsvoll. Ja, also hier fahre ich glaube lieber nicht durch, aber hier geht das super. Also. So, das ist dann schon ein bisschen extrem. Da hätte ich Angst, dass er kippt. Scheiße. Aber es ist Wahnsinn, wie viel das es verträgt. Das ist keine Ahnung, wie viel Prozent, aber viel. So, gucken wir, was da noch alles hat. Pinzgauer, glaube ich. Puch. Thank you.
für Tunesien, super. So, hier ist die Fressmeile und dahinten ist der Parkour und da gehen wir jetzt hin. Das macht Spaß, einfach geil. Könnt ihr mal den Arsch angucken. Ja, das waren jetzt ein paar super Aufnahmen mit verschiedenen Perspektiven. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Aber das macht am meisten Spaß, der Offroad-Parkour, schätze ich. So, wie ist das bei euch? Wenn man fahren will, 15 Euro hinlegen und dann kann man selber fahren. Nein, dafür sind wir nicht zuständig. Das ist hier vorne Prolog, die LKWs dürfen sie selber fahren, sie müssen aber für jede Runde 15 Euro zahlen. Ja. Genau, bei uns dürfen sie aber kostenlos mitfahren. Und mit dem eigenen? Na, der Jeep Wrangler. Der ist heute leider aus dem Betrieb. Ja. So, für heute habe ich so langsam genug gesehen. Ich glaube, das Teil habe ich doch in Tunesien gesehen. Gut, das schauen wir uns jetzt schnell an. Den habe ich in Tunesien gesehen. Ja, ich glaube, den habe ich in Tunesien gesehen, in der Sahara. Und das ist natürlich nicht zum drin wohnen. Hinten drin ist nur die Werkstatt, Reserveräder und alles Mögliche. Ja, das sind reine Adventure-Vehikel, um über die Dünen zu flitzen. Nicht zum drin schlafen eigentlich. Da schläft man meistens im Hotel. Ach du Scheiße, was ist denn das? Ein 8x8. Und mit Raupenfahrzeug kann er sich gleich wieder rausziehen. Das ist ja Wahnsinn.
Hey, fast ein Tiny House mit Terrasse, ausziehbar. Das ist eine tolle Idee. Und hinten ist halt ein bisschen groß, aber eine gute Idee. Aargau. Investiert. Also ich habe 50, 60, 70.000 D-Mark damals ausgegeben, um Expeditionen zu machen zu den Urvölkern dieser Erde. Ismael, lädt uns ein zu sich ins Haus, stellt uns seine Sprache vor und wir sprechen kein Türkisch, er spricht keine Sprache, die wir verstehen. Und er hat eine besondere Form der Kommunikation. Abwechselnd macht er komplett Stundenpantomime oder brüllt uns auf Türkisch entgegen. So, jetzt gehen wir mal zu den Fiktron-Jungs. Für mich die besten Geräte. Bei mir ist alles Fiktron drin, bis auf die Batterie. Und ja, die machen tolle Geräte, geben auch 5 Jahre Garantie. Und jetzt schauen wir mal uns ein bisschen um da. Also die haben wirklich alles, was man braucht, um einen Camper elektrisch zu betreiben. Das ist die Servo. Das ist eigentlich so eine Datenkommunikation für jedes Gerät. Werden die Daten da erfasst. So, bei Fington stehen da auch diese Schlachtschiffe, nenne ich sie mal. Das sind Wahnsinnsteile, nochmal 8. Ja, da kommst du jetzt fast, glaube ich, überall durch, aber das sind natürlich, ich meine, das ist perfekt für die Sahara gebaut, aber da hebt man sich dann schon ein bisschen ab vom Fußvolk, sage ich mal, weil es hat seinen Preis, da liegen wir, glaube ich, bei jedem einzelnen Fahrzeug über 1 Million, da kommen wir eigentlich, ja, nicht hin, da müssen wir lange sparen, aber ja, für die natürlich dieses finanzielle Mittel haben, die heben sich natürlich völlig ab. So, das war's vom Camp. Wir fahren jetzt raus, Sonntagnachmittag, die meisten sind weg und ihr seht hier, hat noch ein paar wenige, ich denke, die paar werden noch hier übernachten und werden dann morgen oder vielleicht sogar später fahren. Ja, war eine tolle Zeit und jetzt geht es wieder zurück bei dieser riesen Hitze, aber hinten ist zum Glück die Klimaanlage aktiv. Ja. Also. So, das war es wieder von mir. Jetzt kriegt die Ayla das Essen. Nimm's, Ayla, nimm's. Ja, ich hab's gelesen. Was kein Virus geschafft hat, hat meine Klimaanlage geschafft. Vielleicht hört ihr es an meiner Stimme. Ich wurde krank, habe eine Grippe gekriegt. Das Schlimmste war das Halsweh oder Schluckweh. Heute ist es endlich ein bisschen besser geworden, aber 3 Tage konnte ich kaum schlucken. Das tat so weh. Das war der Wahnsinn. Jetzt geht's wieder aufwärts zum Glück. Ja, und zwar am Sonntag bin ich da verschwitzt in den Camper, habe mich richtig runtergekühlt. Ich habe noch Besuch gehabt und oben ohne und verschwitzt und die Klima hat voll gearbeitet und da habe ich einfach meinem Körper ja etwas Falsches angetan. Dann hat es mich richtig umgehauen. Ich merkte es bereits schon am Abend, dass da was ankriecht. Habe zwar Gegenmaßnahmen getroffen, aber es war leider
zu viel des Guten oder des Schlechten. Ja, also ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns ja sicher wieder. Momentan bin ich da in Röthenbach, nähe Nürnberg, ein bisschen abseits in der Natur. Und ja, bald geht es los auf die Reise Richtung Türkei, Ungarn natürlich zuerst noch und so weiter. Und dann werde ich wieder viel mehr berichten wie jetzt. Mal schauen, vielleicht kommt noch ein Video, mal schauen, was sich so ergibt. Okay, schön wart ihr dabei und Daumen hoch und bis bald wieder. Tschüss.